Wie auf dem Bett. Die Füße dran lassen, okay? Füße dran lassen, dran lassen. Alle, die mich heute Zähne geputzt haben. Die Erlebnispädagogik sagt ja schon, dass es nicht nur das Erlebnis ist, was wir darbieten, sondern dass wir sagen, wir fangen dieses Erlebnis auf, indem wir mit den Gruppen verschiedene Dinge auswerten. Wir arbeiten mit zwei Zielgruppen, einmal die Schulklassen oder die Gruppen, die zu uns kommen, und mit Menschen, die sich ehrenamtlich oder auch einfach, weil es ihr Herzensanliegen ist, sich bei uns engagieren. Kurz gesagt, ist es ein handlungsorientiertes Lernfeld mit Kopf, Herz und Hand. So, steh auf. Das ist der Roscher. Bleiben, ja? Ja, die hat mich gefressen. Wir müssen dann. Ich hatte die Klasse übernommen und hatte festgestellt, da sind ist Nachholbedarf im sozialen Miteinander. Da gab es viel Streitigkeiten, viel Neid und viel Negatives. Wir waren vor 2 Jahren dort und ich hatte das Gefühl, es ist besser geworden. Es war noch nicht der Idealfall eingetreten, aber zumindest hatte ich das Gefühl, es geht besser untereinander zwischen den Schülern. Erlebnispädagogik ist eine Bereicherung für das soziale Miteinander unter den Schülern und sollte auch immer regelmäßig auch mal stattfinden können, wenn die Zeit dafür ist. Die Übung heißt Menschenleiter. Was stellt ihr euch vor? Wir sind Team, ne? Nicht jeder. Na, springen. Seid ihr bereit? Ja! Ich geh jetzt los! Alter, wir wappen nicht! Wir sind mit einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen hingegangen im Alter von 6 bis 13 Jahren, um dort das Projekt einfach zu besuchen, um mit denen was zu erleben, was sie bei uns im Kinder- und Jugendclub Knast nicht kennenlernen. Mir ist in Erinnerung geblieben, dass die Kinder und Jugendlichen wirklich Spaß dabei hatten, dass sie Freude dabei hatten, sie wollten ihr Ziel unbedingt erreichen. Wir haben Mitarbeiter erlebt, die gerne diesen Kindern und Jugendlichen so ein Angebot unterbreiten und auch ja, mit Liebe diese Arbeit tun. Wenn wir doch die Planke so schräg stellen, könnten 2 Leute oben die Planke festhalten. Aber ist sie groß genug? Was bringt das, wenn wir da oben sind? Ja, aber wir können wer kann sich von alleine da ganz hochziehen? Die geht, glaube ich, weg. Warte. Ach, nein. Zentrum für Soziales Lernen gibt uns hier die Möglichkeit, den Schritt zu gehen, sich selbst Vertrauen zu schaffen, zuzutrauen, Dinge auch einen gewohnten Radius im Leben zu verlassen und auch was mal zu wagen. Und diese Grenzen sollen unsere Auszubildenden dort auch bewusst erleben, erfahren und wenn es gelingt, auch überschreiten, um dann ihre eigene Grenze auch ein Stück wieder hochzusetzen. Nach einer Übung wird das hier nochmal aufbereitet. Zum Teil im Gruppengespräch, zum Teil im Einzelgespräch. Und dieses Ergebnis nehmen wir dann mit in die Ausbildung, wenn es dann zu solchen Situationen kommt. Ja, und man sagt, Mensch, hast gesehen, du kannst für die Gruppe wertvolle Hinweise bringen. Ja, danke. Ist doch noch Spaß, oder? Ja. Ja, das könnte auch, weil man sich... Was habt ihr euch da ausgesucht? Wir waren Helden, weil wir es auch geschafft haben. Ich habe gedacht, hier ist zum Beispiel nur ein Hochseilgartner, waren auch ganz viele andere Sachen. Die haben auch Spaß gemacht.
Erlebnispädagogik bietet die Möglichkeit, dass die Kinder sich nochmal in einem anderen Rahmen erleben können. Das heißt auch, dass dort die Lehrer sich möglichst zurückhalten sollen. Erlebnispädagogik kann die Gruppe stabilisieren, kann, denke ich mal, sicher auch manche Probleme sichtbar machen, wo vielleicht auch Störungen in der Gruppendynamik oder auch in der Gruppenkommunikation sind. Ich glaube, was für viele Teilnehmer wirklich eindrücklich ist, ist die Erfahrung auf diesem Hochseil, auf diesem 6 Meter hohen Seil, das auch wirklich als Partneraktion gestaltet ist. Man kommt nur zu zweit auf die andere Seite. Und das heißt ja, man muss sich auf den anderen verlassen und man muss sich auf den anderen ein Stück weit einstellen. Und da wird auch Kommunikation untereinander gut sichtbar. Einfach eine beide Hände nach hinten lehnen. Nach hinten lehnen. Zu mir. Ja, super. Okay. Done that in a while. My love.